Was geht ab, Freunde? Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen kleinen Angezockt. Diesmal mit South Park Snow Day. Ist jetzt ganz frisch draußen und soll richtiger, richtiger Trash sein, Freunde. Auf jeden Fall nicht annähernd an die Qualität von den Rollenspielen. Wir gucken einfach mal rein. Ich zocke das Ganze auf der PlayStation 5. Und Freunde, ihr könnt mich gerne unterstützen. Meine Schmerzen ein wenig lindern mit einer kleinen Bewertung. Danke dafür. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein, wa? Man nennt ihn den Schneesturm des Jahrhunderts. Der gesamte Bezirk South Park wird mit Schnee überschüttet und es wird noch mehr erwartet. Aus der ganzen Stadt werden Unfälle mit mehreren Autos und Stromausfälle gemeldet. Oh Schatz, zum Glück bist du in Sicherheit. Mom, hast du gesehen, wie krass es draußen schneit? Ja, Schätzchen, und es wird schlimmer. Heute gibt's doch bestimmt schneefrei. Die Schule fällt doch aus, oder? Noch haben sie nichts gesagt. Der Sturm ist noch heftiger geworden. Ich stehe hier an Starks Teich, der komplett zugefroren ist. Und ein Tankwagen ist ins Eis gekracht. Es gibt mehrere Opfer. Mehrere Opfer? Die Schule fällt aus, ich weiß es einfach. Eric, das ist sehr ernst. Hier wird es einfach immer schlimmer, Tom. Der Sturm lässt überhaupt nicht nach. Und angesichts der Schneemassen und der vereisten Straßen steht uns eine katastrophale Nacht bevor. Oh Gott, die Schule wird ausfallen. Fällt die Schule aus? Fällt die Schule aus? Eric, geh wieder ins Bett. Aber ich muss nicht ins Bett, weil ich nicht aufstehen muss. Das wissen wir nicht, Eric. Das sehen wir morgen früh. Gott, bitte. Bitte. Mach, dass es wieder schneit. Mehr als je zuvor. Bitte, Gott. Bitte nur dieses eine Mal. Verarsch mich nicht. Mindestens 20 Menschen sind tot, Tom. Es gibt Berichte von gefrorenen Wasserleitungen und sogar gefrorenen Leichen. Und fällt die Schule aus? Fällt die Schule aus? Eric, es ist furchtbar. Die Stadtverwaltung warnt, dass sogar Ersthelfer heute zu Hause bleiben werden. Die Straßen sind unpassierbar. Nirgendwo gibt es mehr Klopapier. Was ist mit der Schule? Die Stimmung ist wirklich apokalyptisch. Passt alle gut auf euch auf, bitte. Du willst mich doch verarschen. Oh, und wir haben gerade erfahren, dass alle Schulen heute geschlossen sind. Ja! Ja! Die Schule fällt aus! Schneefrei! Heute keine Schule, keine Schule, heute keine Schule! Ich bin in ein paar Stunden wieder da, Mom. Dann hätte ich gern was zu futtern. Wo willst du denn eigentlich hin? Ich gehe raus und spiele mit meinen Freunden. Das ist nicht sicher, Schätzchen. Mom, wir haben Schnee frei. Das ist ein magischer Tag im Leben eines Kindes. Es ist so schön. Keine Schule, Leute. Keine Schule. Komm schon, wir haben schneefrei. Komm schon, Butters. Los geht's denn. Schneefrei, Leute. Hey, hey, Neuling. Neuling, ich red mit dir. Da bist du ja. Komm schon, Neuling. Ab in die Klamotten. Wir haben schneefrei. Okay, ich muss sagen, das Intro war aber doch gar nicht so schlecht, oder? So, jetzt schauen wir mal, wie wir uns jetzt zusammenbasteln. Trotzdem soll natürlich, und das kann man schon ablesen durch die Trailer, durch die Reviews vor allem, das Spiel wird niemals an Stick of Truth oder, wie heißt das andere nochmal? Ihr wisst schon, die beiden Rollenspiele, auf jeden Fall, da kommt es nicht ran. Da wird es auf jeden Fall nicht rankommen. So, okay, Mütze nehmen wir.
So. Ja, die Haare sehen wir ja gar nicht mehr. Ich nehme trotzdem die einfach jetzt, die Frise. So einen kleinen Umhang. Nee. Nee. Das kleine Schnurrbart. Ein Schnurrbart. Der Schnurrbart. Was nehme ich denn, ey? Nehmen wir das einfach. Obwohl, jetzt sieht man das gar nicht mehr. Hm. Ah, nehmen wir doch die, aber hier was anderes. Nehmen wir einfach das, oder? Oder das hier? Ja, passt schon so. Das sind die Emotes oder was? Ja. Anscheinend. Ja. Ja, die Emotes sind jetzt egal. Okay. Rein geht's ins Game. Sei vorsichtig da draußen, Schatz. Viel Spaß mit deinen Freunden. Hallo, mein Gehilfe. Ich bin der große Zauberer. Uns erwarten heute viele Schlachten. Ach ja, seit du das letzte Mal gespielt hast, mussten wir alle Regeln ändern und neu anfangen. Weil jemand total OP wurde. Du musst also in die Schule und mit dem Hüter der Regeln sprechen. Okay, die Grundschule. Finde den Hüter der Regeln. Was aber auch ganz geil ist, das muss man auch loben, ja, auch wenn wahrscheinlich das jetzt nicht das geilste Game aller Zeiten wird. Wir haben trotzdem deutsche Synchro. Ja, wir haben trotzdem deutsche Synchro. Also, vorwärts laufen, links laufen, Kamera drehen. Okay, alles klar. Komm, triff mich auf dem Dach, Neuling. Wir müssen dich auf den neuesten Stand bringen. Ist übrigens euch mal aufgefallen, dass die Stimme von ihm die gleiche Stimme ist wie von Lysop von One Piece? Ist euch das eigentlich gar nicht klar? Meine Güte, über Nacht ist einiges runtergekommen. Und ich muss sagen, es sieht jetzt auch gar nicht so verkehrt aus jetzt hier in 3D, ja? Es geht eigentlich klar, ja? Okay, die Regeln sind einfach. Menschen hassen Elfen und Elfen hassen Menschen. Jetzt geh und such dir Waffen und Ressourcen und triff mich auf dem Schuldach. Los! Aber der Sprecher ist auch perfekt geeignet, ehrlich gesagt, für Lysop und für Butters. Oder? Passt perfekt eigentlich. Ey, ich hoffe, da kommt. Obwohl, die sind ja jetzt bei Microsoft, ne? Die beiden Rollenspiele waren ja eigentlich von Obsidian Entertainment, oder? Ich glaube ja. Und die sind ja bei Microsoft. Oder war das. Ach, scheiße, jetzt habe ich so schnell weggedrückt. Aus Versehen, weil ich X gedrückt habe. Einfach reflexartig. Der Zauberer sagt, dass Klopapier im Moment wertvoller ist als Gold. Sammel etwas ein, Neuling. Ja, gut, der Joke kommt ein paar Jahre zu spät. Ungefähr 4. Okay, verwende Steuerkreuz nach unten, um mit Schatztruhen und anderen Objekten in der Welt zu interagieren. Neuling, du kannst das Klopapier wie echtes Geld benutzen. Kauf damit eine Waffe. Okay. Wo sollen wir die Waffe kaufen? Barters? Nichts in der Nähe. Okay. Sei gegrüßt, Krieger. Möchtest du eine schöne Waffe kaufen? Jetzt geh und such dir eine Waffe. Also gut, du bist jetzt bewaffnet, Neuling. Jetzt schalte diese Schneemänner aus, um zu zeigen, dass du kampfbereit bist. Ja, klar doch. Okay, drücke Viereck, um anzugreifen. Tippe mehrmals. Halte. Cool, Neuling. Okay, cool, Mann. Okay, wir haben 5-mal Toilettenpapier, 7-mal Toilettenpapier. Hier können wir bestimmt irgendwie bouncen, ne? Ja. Kann man die Kisten kaputt schlagen? Nee, kann man nicht. Du hast es ihm gezeigt! Sehr gut. Mach weiter, um deine erste Kraftkarte zu bekommen. Hier drüben, oh, yeah. Ich hab was für dich. Haha, Jimmy, ey. Freunde, apropos Trash, man. Apropos Trash. Ich warte noch, dass es ein bisschen billiger ist, oder? Aber so eine richtige Trash-Perle kam ja letztes Jahr auch raus mit dem letzten Walking Dead Game. War das letztes Jahr? Ich glaube, es war letztes Jahr. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Aber das ist ja, glaube ich, sogar von den gleichen Machern wie von King Kong. Junge, das sieht auch so beschissen aus. Aber das kostet neu 50 Euro. So viel Kohle will ich auf jeden Fall nicht nochmal ausgeben. Das habe ich schon für King Kong gemacht. Das hat sich, glaube ich, halbwegs rentiert, so ein bisschen wenigstens. Aber ey,
Aber da hätte ich auch Bock drauf, so Trash-mäßig. Ab und zu mal ein Trash-Game mit euch gemeinsam anzocken, hätte ich schon Bock drauf. Ja. Waffen sind schön, Neuling, aber bei diesem Spiel musst du auch Karten benutzen. Jede Karte ist eine neue Fähigkeit. Okay, drücke X, um sie zu nehmen. Wir haben Furzflucht. Bring dich mit einem Furz in Sicherheit und ekel dabei Gegner ein. Ich komme die ganze Zeit nicht auf den Titel von dem zweiten Rollenspiel. Ja, ich weiß noch, Furz, irgendwas mit Furz. Boah, ich hab's doch sogar gespielt. Ich komm nicht mal auf den Titel mehr. Stick of Truth hieß das erste und Butthole, irgendwas, ich komm nicht drauf. Okay. Kräfte sind besondere Fähigkeiten, die du neben deinen Waffen einsetzen kannst. Deine erste Kraft hast du bereits erhalten, aber später kannst du bis zu zwei Kräfte auf einmal ausrüsten. Schalte Kräfte frei, indem du Meilensteine erreichst und South Park erkundest. Betrachte diese Karte als deine Lizenz zum Furzen. Furzflucht. Verrückte um die Kante Fetter zu erreichen. Siehst du das? Die Kante da oben raus. Benutze deinen Furz, um die Kante zu überwinden. Großartig gefurzt durchlaucht. Komm schon, auf in die Schule. Fractured Butthole, jetzt, Junge, jetzt weiß ich wieder. Heilige Scheiße. Aber wie war der deutsche Untertitel? Ich weiß nicht mehr. Kinder, ich weiß, dass die Schule zu ist, aber ihr solltet zu Hause sein und dort lernen. Okay. Zu Hause und wir sehen uns auf Zoom. Okay. Oh Mann, ey. Siehst du die Elfenkinder da oben? Schnapp sie dir! Denk dran! Menschen hassen Elfen! Ja, okay, ich mach sie platt! Baldurs! Bevor sie dich schlagen, Neuling! Oh Gott, du hast ja gar kein Trefferfeedback! Oh mein Gott, Alter! Ich bin tot! Moment, Leute! Der Neuling weiß noch nicht, wie man ausweicht! Nutze Kreis, um Angriffe mit einer Ausweichrolle zu entgehen. Beim Ausweichen bist du unbesiegbar, aber vorsichtig! Das Aufladen dauert eine Weile! Verstanden? Okay, das Spiel beginnt! Mega-Ausweichmanöver! Danke, Badass! Ja. Oh, toller Treffer! Ich bin tot! Au! Oh. Süß, das war toll! Du hast voll ins Schwarze getroffen! Das war klasse! Vorsicht! Das sind ein paar Elfen! Nimm den Bogen, Neuling! Und erledige sie! Okay. Mehr Elfen! Oh Gott, die Steuerung ist auch. Um sie auf Distanz zu treffen. Ja, die Steuerung ist auch brutal schlecht, Alter. Wow! Feuer erwidern! Feuer erwidern! Gut getroffen! Das ist ja auch ganz komisch. Also L2 gedrückt halten, dann mit dem rechten Stick zielen und dann L2 loslassen zum Schießen. Was ist das für eine Steuerung, Alter? Ach, das ist Bewegungssteuerung! Weg! Das muss ich ausstellen direkt. Warte. Ja, direkt ausstellen. Okay, besser. Ist trotzdem natürlich komisch, mit L2 zu schießen. Du hast die Elfen mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Gute Arbeit. Jetzt kann ich deine Ausbildung abschließen. Warte kurz. Komm her, Neuling. Ja, ist okay. Okay, sehr schön, Leute. Du hast Ressourcen gesammelt, Waffenfertigkeiten erworben und den Umgang mit Karten geübt. Jetzt ist es Zeit für einen letzten Test. Hey, du wolltest mich sehen? Wer ist dieses Kind? Spielt sie? Nein, noch nicht. Sie müssen einen letzten Test bestehen. Okay, Neuling. Mach ihn fertig. Was? Los, mach weiter, Neuling. Tritt dem Elfen in den Arsch. Okay, der alles klar. Im gegnerischen Team. Schnapp ihn dir. Bleib hier, du Sau! Und es kommt immer noch runter! Hui! Ich schwebe mit dem Furz! Okay, lande nochmal einfach. Er hat ja richtig Angst, der Elf. Oh Gott, zeig dich jetzt. Mach es nicht so schwer. Du wurdest zermalmt. Eine verdammte Falle gewesen! Kommst du nicht hierher und ich bring dir etwas über das Heilen bei. Okay, Jimmy, mach mal. Heil mich mal bitte, Jimmy.
Drücke X über der Karte, um sie zu nehmen. Achso. Heiltotem. Platziere ein Totem, das dich und deine Verbündete für kurze Zeit heilt. Okay. Diese Heilkraft wird dich wieder gesund machen. Gut gemacht. Du musst angepisst sein, indem du Schaden verursachst oder nimmst. Um noch angepisster zu werden, Gegner verprügeln. Angepisst. Du kannst Kräfte nur einsetzen, wenn du angepisst bist. Die angepisste Anzeige erhöht sich, wenn du Schaden nimmst oder verursachst. Der Einsatz von Kräften senkt die Anzeige etwas. Wenn du keine Kräfte einsetzen kannst, benutze deine Waffen, bis du wieder angepisst bist. Okay. Hier kommt die Elfenverstärkung. Schnapp sie dir, Neuling. Ja. Ich muss sie aber trotzdem nochmal heilen. Oh, scheiße, Alter. Wenn du Probleme hast, Neuling. Mach das, Butters! Ich brauch jede Hilfe hier, ey. Oh Gott, vor der Erste, die Steuerung ist schon trash. Also, die Steuerung ist schon trash, Alter. Ohne Scheiß. Aber ich bin echt froh, ich habe nur 20 Euro ausgegeben, neu. Weil ich einen guten Deal gefunden habe. Und 20 Euro, naja. Egal. Kleine Investitionen für YouTube, Freunde. Kann man mal auch einfach so sehen, weißt du? Obwohl ich es schon geil finde, dass die Sprecher am Start sind, oder? Und das Intro, wie gesagt, war auch ganz nice. Upgrades für deine Kräfte oder Waffen. Diese Karten verbessern deine Waffen und Kräfte. Entscheide dich. Okay, was nehme ich denn? Archkriecher, Furzflucht verursacht 30% Schaden, wenn... mehr und zieht Gegner heran. Da haben wir Gasgleiter. Furzflucht schießt dich diagonal nach oben und kostet 10% weniger. Dann haben wir Dolch im Rücken. Du verursachst Schaden, 25% Schaden mehr, wenn du mit einem Dolch von hinten angreifst. Nehmen wir das Dolch im Rücken. Neuling. Sieht aus, als könntest du es in diesem Hinterhalt ausprobieren. Okay. Au, au. Hey, du Schwein! Na, ah, zeig doch mal her, was können die denn noch? Die werden zufällig verteilt, aber unter uns, für etwas KP kann ich sie neu mischen. Probier's aus. KP oder TP? Halte gedrückt, um es zu mischen. Okay, gut, dann mischen wir es halt. Neuling, nicht alle Upgrades sind gleich. Deshalb haben wir ein Seltenheitssystem, das dir sagt, wie stark es ist. Je höher die Seltenheit, desto höher die Macht. Wirklich seltene Karten helfen dir, deinen Feinden in den Hintern zu treten. Der Hüter der Regeln legt die Seltenheiten fest. Aber für ein wenig KP kann ich sie noch mächtiger machen. Okay, Karten aufwerten. Alle Upgrade-Karten haben eine Stufe und eine Seltenheit, die jeweils einzigartige Vorteile mit sich bringen. Jimmy kann die Seltenheit gegen eine Beschächung mit Klopapier aufwerten. Premium-Pakete, die in der Welt gefunden werden können, erhöhen die Kartenstufe. Furzflucht schießt dich... Achso, ja. Der Verzehr von Käsebällchen erhöht deine maximale Gesundheit um 3%. Der Bogen schießt 2 zusätzliche Pfeile ab, die jeweils 69% weniger Schaden. Da hast du's. Such dir was aus, Neuling. Oh, und Neuling, oh, ja. Behalte das mit dem KP für dich. Den hatte ich auch schon im Blick. Hattest du auch im Blick, ja, sehr gut. Voll aufgedreht, gib's ihm. Wow, das sind viele Elfen. Was ist hier mit der Kamera eigentlich gerade los, ey? Butters! Du musst mich heilen! Woo! Erste Trophäe, was geht? Wofür? Moment, Auszeit! Wie unfair, dass der Neuling keine Verbündeten hat! Ja! Neuling, diese anderen Kinder werden auch Menschen sein, okay? Okay, Verbündete. Wenn die Sitzung nicht aus 4 Spielern besteht, tauchen diese Verbündeten auf und helfen dir im Kampf. Sie verschwinden, sobald der Kampf vorbei ist. Sollte irgendwann ein weiterer Spieler der Sitzung beitreten, tritt... okay. Ich muss mal eben... Warte mal eben ganz kurz. Ich muss mal die Musik um einiges leiser machen. Ist viel zu laut. So. Hey Leute, jetzt schlagt euch wieder! Oh, Mist. Scheißkarte aktiviert! Ich bin tot. Ich bin tot! Was ist denn jetzt los? Nein!
Vampire? Hä? Was geht denn jetzt? Der Gegner hat eine Vampir-Kinderkarte. Ich sehe nichts. Die Kamera spinnt schon wieder, Mann. Alter Schwede. Also, Gegner-Bullshit. Feindliche Anführer können während des Kampfes Bullshit-Karten ausspielen, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Bullshit-Kräfte können zwar nur wenige Male eingesetzt werden, sind aber dafür sehr mächtig. Soeben hat Kyle einen seiner Elfenschwärmer zu einem Vampir aufgerüstet, mit erhöhter Geschwindigkeit, Gesundheit und 9 Angriffen. Oh, sie haben meine Bullshit-Karte gespielt. Das heißt, dass sie etwas schummeln können. Du bist dran, Neuling. Ich krieg aber gar kein Trefferfeedback. Also man spürt das im Controller gar nicht und man hört es nicht, man sieht es nicht. Aber kein Trefferfeedback, gar nichts. Du hast diese Typen ziemlich gut geschlagen. Jetzt kannst du mit deinen Freunden spielen. Ja, super, geil. Das war nur das Tutorial, Mann. Butters, cool, Mann. Okay, dann schauen wir nochmal rein in eine richtige Runde, oder was? Buch der Gesetze, okay. Also wie du siehst, mussten wir das Spiel ändern, weil irgendein Arschloch, dessen Namen wir nicht nennen, unbedingt allmächtig werden und den Stab der Wahrheit ruinieren musste. Und dann wollte jeder allmächtig sein und niemand konnte mehr sterben. Dann haben wir Superhelden gespielt und was ist passiert? Derselbe jemand wurde wieder krass OP und hat das Spiel wieder versaut. Und weil wir wegen dieser Person einen Haufen beschissener Regeln aufstellen mussten, über die sich dann alle gestritten haben, gibt es jetzt schon wieder Krieg. Denk dran. Mit dem neuen Kartensystem bist du nur so stark wie die Karten in deiner Hand. Und am Anfang bekommst du nur 2, damit du nicht wieder OP wirst. Ruinier es nicht wieder. Aber wem sag ich das? Auch wenn du theoretisch der König bist, musst du dich an die neuen Regeln halten. Wir sind hier in Amerika. Du bist also der König von 2 Karten. Glückwunsch. Jetzt hör zu. Clyde hat Informationen, dass die Elfen einen Großangriff auf unser Königreich vorbereiten. Sie wurden in der Nähe von Starks Teich gesichtet. Wir müssen sie töten, bevor sie uns töten. Und Neuling, diese Mission wird echt gefährlich. Ich gebe dir noch ein paar Kinder mit, die auch gerade hergezogen sind. Aber vergiss nicht, du bist der echte Neuling. Die anderen Neulinge arbeiten für dich. Es kommt nur auf dich an. Du bist der Oberboss. Das sagst du doch jedem. Und das völlig willkürlich. Es kann sein, dass du nicht die Nummer 1 bekommst. Aber für mich bist du immer noch der beste Neuling. Du bist am wichtigsten. Auch wenn du Nummer 4 oder so bist. Viel Glück. Das sagst du nicht jedem, ey. Du weißt jetzt, wie man spielt und hast keine Ausrede mehr für Regelbrüche. Okay. Jetzt ist mir auch eingefallen, wie das hieß. Die rektakuläre Zerreißprobe. Ne? So war doch der deutsche Begriff. Du kannst dich nicht für mich abschießen lassen, wenn du nicht mal weißt, wo gekämpft wird. Ich bin im Castel Cooper. Ja, ist ja gut. Also wie gesagt, die Optik ist eigentlich gar nicht verkehrt, finde ich. Die geht schon klar, oder? Für so ein Softball-Game. Okay, sprich mit Cartman. Komm her, dann zeige ich dir, wie du für mich Krieg führst. Bring Freunde mit, wenn es keine Weicheier sind. Das ist mein Kriegstisch. Wähle deine Mission auf der Karte aus und sag mir, wenn du bereit bist, an die Front zu gehen. Du kannst auch einem anderen Spiel beitreten. Nicht jeder ist zum ruhmvollen Anführer geboren. Okay, wähle Spieler suchen. Markiere deinen Namen, wenn du unbedingt Hilfe brauchst. Wenn keine Kumpels von dir da sind, hol ich zufällige Leute. So oder so kannst du jederzeit zum Kriegstisch kommen, wenn du bereit bist. Zurück zur Karte. Wir legen los, wenn du bereit bist, Arschtritte zu verteilen. Okay. Auch hier kannst du den Schwierigkeitsgrad ändern. Wähle ein Kapitel aus und verlasse das Menü mit Runde starten. Starks Teich, Kapitel 1. Tritt in das Tor, um deine Mission anzutreten. Okay, das hatte ich nämlich vorher gar nicht richtig verstanden, ne? Hardware testen. Tja, ich habe jede Menge Waffen. Komm in die Waffenkammer. Ja, warte. Irgendwas Neues, das du im Kampf brauchen kannst. Ob das jetzt wirklich nur Multiplayer ist oder Singleplayer, aber es ist ein Mix daraus einfach. Am Ende. Werte sind wichtig, aber gut auszusehen auch. Hast du vollkommen recht. Komm zurück mit mindestens 50 PT. Willst du wieder das Spiel versauen? Alle rechnen damit. Okay, wir müssen wahrscheinlich wirklich jetzt erstmal eine Runde spielen. Hier gibt's Waffen. Ich habe eine Fernwaffe zum Testen. Hier, probier mal einen Zauberstab. Wähle den Stab, um ihn auszurüsten. Nicht so gut wie meiner, aber passt schon. Auf deiner Reise wirst du alle möglichen neuen Waffen und Kräfte finden. Komm vorbei, wenn du mal was ändern willst. Ja, klar. Kräfte. Super. Schau jederzeit wieder vorbei. Okay. Hey, Waffe gefällig?
Ja, komm, gehen wir rein. Gehen wir einfach rein. Freunde, wenn ihr jetzt noch am Start seid, haut mal das Codewort Schneeballschlacht in die Kommentare, damit ich weiß, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Und lasst doch ein Like da, Freunde. Angeführt vom hinterhältigen Drew Kyle, planen einen Angriff auf die Menschheit. Der große Zauberer hat angeordnet, ihre dreckigen Drew-Truppen präventiv anzugreifen. Okay, Runde starten. Kyle! Cartman, wer sind diese Arschlöcher? Das ist meine Geheimarmee. Wir greifen an, bevor ihr das macht. Wovon redest du eigentlich? Meine Spione haben deine kampfbereite Armee gesehen. Deine Spione? Wovon zum Teufel redest du? Deine Spione, Kyle. Sie bereiten sich auf die Schlacht vor. Was? Ist das dein Ernst? Denk daran, dass bei der Bullshit-Prüfung keine Prügeleien erlaubt sind. Das ist heiliger Boden. Ja, mach einfach weiter, Butters. Okay, jeder Spieler legt eine Bullshit-Karte ab, damit wir uns vor dem Kampf auf die Regeln einigen können. Als Hüter der Regeln ist es mir eine Ehre, den Vorsitz über diese Bullshit-Prüfung zu führen. Beginnt mit eurer Auswahl. Du machst einen Fehler, Cartman. Okay. Ja, such dir einfach deinen Scheiß aus und bereite dich auf Prügel vor. Ein Upgrade wählen. Der Stab... Die Stabkugel, nee. Wenn du blutende Gegner Schaden zufügst, wirst du um 25% angepisster. Deine Deutsche verursachen 12% mehr Schaden gegen blutende Gegner. Ja, komm, nehmen wir das einfach. Bullshit wählen. Meteore fallen vom Himmel auf deine Gegner. Dein komplettes Team schüsst giftige Dämpfe aus, um Gegner anzuekeln. Du wirst unsichtbar und regenerierst, während du getan bist. Meteorsturm. Okay, zeigt eure Karten. Seht euch das an, Leute. Super. Und eine Stärkung für unsere Doppeldolche. Woher hast du die? Es endet hier, Fettarsch. Schwächliche Fernangriffe. Bummpfeile. Viel Gesundheit. Das ist voll OP. Hä, warum hat der drei Karten? Die Bullshit-Prüfung ab. Und jetzt geht weiter. Ich habe einen Ordner erstellt, um den Überblick über alle Bullshit- und Upgrade-Karten zu behalten. Ist das zu glauben? Suchen wir die Elfen und finden raus, was Kyle verbirgt. Ich werde diesem kleinen, dreckigen Drew-Jungen zeigen, dass er sich nicht mit dem großen Zauberer anlegen soll. Ach so, ja, scheiße, Mann. Ich hatte mich die ganze Zeit stumm geschalten. Was ich sagen wollte, wahrscheinlich findest du hier sowieso kaum bis gar keine Spieler, wahrscheinlich, würde ich ins Schätzen einfach mal. Und warum zum Teufel hat Kyle drei Karten, ey, und nicht nur zwei? Was soll das, ey? Das ist doch unfair, ey. Okay, Neuling, mal sehen, ob du das Zeug dazu hast, die Truppen der Elfen zu besiegen. Ja, wo sind denn jetzt wieder meine Leute? Aha, da sind sie doch, ja. Sehr gut. Au. Zu heftig. Wer hat das aufgenommen, Alter? Oh Gott. Oh Gott. Begib dich zu Starks Teich. Ah ja, hier hoch, okay. Du bist kein Gegner für die Elfen. Au. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet. Ihr verdammten Schweine. Erwischt. Das wird nichts. Ah. Au. Au. Oh Gott, das nervt er jetzt schon, ey. Au. Au. Sehr gut, Leute. Gut gemacht, Neuling. Jetzt plündere die Leichen, dann geht es weiter. Okay, ich denke, das haben wir gemacht. Hallo, tapferer Krieger. Genieß den seltenen Moment des Friedens. Die Lichter eines fernen Landes sind nur die Ruhe vor dem Sturm. Das hält das Schicksal für dich bereit. Okay, Stab. Den Stab folgen nun drei Kugeln ab. Fantastisch.
Wenn du blutenden Gegner Schaden zufügst, wirst du um 38% angepisst. Also gut, hoffentlich kriegst du jetzt die Kurve. Ja, ist ja gut, Cartman. Beruhig dich doch mal. Du kannst das Schloss erst öffnen, wenn du alle Elfen besiegt hast. So lauten die Regeln. Aha, aha. Die Kleinen sind immer die Bösartigsten. Ich merke das schon. Aua! Ja! Los, meine Leute, wo seid ihr? Was? Fehlschuss. Ist das ein Pfeil, den du da abschießt, Mensch? Oder eine Illusion? Bullshit-Karte ausgespielt. Durch die Kraft der Zauberei richtet eure Munition eine Weile keinen Schaden an, Leute. Okay. Ja, und? Dann schlage ich einfach zu. Mir doch egal. Warte mal, ist hier irgendwas? Kann man hier irgendwas einsammeln? Baumstümpfe sind gutes Zeichen. Das reduziert Kyles grünes Mana. Okay. Au! Nicht den Bogen! Das war's für mich! Au. Das war's für mich! Oh Gott! Die haben Käsebällchen, Leute! Ja, Mann, wir haben Käsebällchen. Ja, Sprung, ey. Oh, Mist. Oh, ich blute. Oh, geschnitten. Verdammt. Sehr gut, Leute, sehr gut. Ich bin tot. Wie die hier liegen bleiben, das ist auch so doof, ey. Das ist so geil. Komm doch her, du Schweine, ey. Renn nicht weg, du verdammter Elf. Jetzt kannst du das Tor öffnen. Ich will erstmal hier das ganze Klopapier, ey. Hier oben ist auch noch mehr. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh! Achso, ich dachte schon, ey. Wie ich sehe, hat sich deine Fähigkeit, Durchgänge zu öffnen, gut entwickelt. Ja. So, schauen wir nochmal. So. Vielleicht war es Schicksal, dass wir uns hier treffen. Ja, vielleicht. Hey, Jimmy hat mich darum gebeten, dir bei deinem Spiel zu helfen. Dies sind dunkle Ritualkarten. Sie können Macht jenseits des Alltäglichen manifestieren. Aber einige davon haben ihren Preis. Es liegt an dir, was du bereit bist, für Wohlstand und Macht zu opfern. Aber egal. Na los, such dir eine aus. Ja, wenn du aufhören würdest zu quatschen. Fülle alle null verbrauchten Bullshit-Einsätze. Ja, habe ich ja gar nicht. Gewähr 20 dunkle Materie. Ergib dich der Dunkelheit und lass ihre Kraft die Leere in dir füllen. Erhöht die Stufe aller der... Ja. Oh ja, das ist mächtig. Manchmal bin ich hier in Jimmys Haus, um Karten für dich zu legen. Wenn das Schicksal es so will. Wenn das Schicksal es so will, so sieht's aus. Okay. Also, wenn du mich siehst, sprich mich... Ja, ja, wenn ich dich sehe, hau ich ab. Ja. Hast recht. Okay, da sind wir doch. Begib dich zu Starks Teich. Was ist hier los? Ist da jemand eingefroren oder was? Die Ice Road Truckers! Gott sei Dank! Du musst mir helfen! Ich habe nach Vorräten gesucht und bin im Eis stecken geblieben. Aber ich habe den Jackpot geknackt. Sieh dir mal all das Klopapier an! Du musst das Eis irgendwie brechen und mich hier rausholen! Schnell, meine Eier werden schon zu Eis! Elfenschatz! Das riecht nach einer Falle. Das riecht nach Kyle. Oh ja, Kyle. Ja, ich kann dir helfen, Kyle dran zu kriegen. Hol mich einfach hier raus. Ich gebe dir auch einen Schatz. Nicht sicher, ob ich ihm traue. Aber du darfst das Risiko eingehen. Starte einfach den Tankwagen. Ich meine den gnomischen Moloch. Und fahr ihn durch das Eis. Du brauchst nur die Schlüssel und Benzin und musst, naja, fahren lernen. Okay. Finde Benzin und die Schlüssel. Ich frage mich wirklich, was soll das für ein Spiel sein? Wer sollte das großartig im Multiplayer spielen?
Dafür ist das Gameplay doch schon zu schlecht einfach. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht, wie gesagt, du hast halt gar kein Trefferfeedback. Du schlägst nur mit Viereck die ganze Zeit drauf und hast mal ein paar Attacken und so, aber... Wow, scheiße, Mann! Warum sollte man, weißt du? Benzin für den Kriegswagen finden. Such nach Wegen, kann man das zerschlagen? Kletter doch nicht da drauf, schlag doch einfach! Oh Gott. Lauf, Kleiner, lauf, lauf, lauf. Okay. Oh, Spieler 1, hast du eine Kanonenkugel? Feuer sie mit einer Kanone ab. Nee, hab ich nicht. Hier finden wir den Schlüssel oder was? Seilrutschen sind doof, Elfen sind doof. Das ergibt alles Sinn. Die Elfen haben die Schlüssel wahrscheinlich tief in diesem Revier versteckt. Schau in der Nähe des hinteren Büros nach. Ja, ich sehe sie. Ich danke, es reicht mir. Und es wird euch gefallen. Das wird gut. Lass mal ein bisschen ein paar Leute hier platt machen. Ey. Was damit? Ich werfe es! Okay, ich bin erledigt! Ja, mit den Schlüsseln! Aber der Weg, über den du gekommen bist, ist eingestürzt. Finde einen Weg über die Einsturzstelle. Ah! Okay. Einfach hier rüber das? Muss ich die denn noch. Ah! Nein, danke! Oh Gott, hau mich da nicht runter, ey! Oh Gott! Projektilhagel. Scheiße, Menschen! Diese Karte sagt, dass jeder Schuss von uns ein Feuerball ist! Bullshit-Karte im Spiel! Alle Projektile wurden vervielfacht! Entdeckung! Ich komme wieder. Ah, uncool. Okay, gewinne den Kampf. Ah, okay, ich muss sie erst platt machen. Okay, das war meine Frage nämlich. Überraschung! Jetzt bist du ein Furzgesicht! Du bist ein Furzgesicht! Was passiert hier gerade eigentlich, ey? Okay. Manche Leute bleiben im Seilbahnpark richtig hängen. Nein! Doch! Ich konnte dich blocken! Ja, genau das war der Plan. War's das? Da war doch gerade das Sprechsymbol, oder? Hm? Okay, jetzt ist es dort. Haben wir es jetzt geschafft, oder was? Sieh dir deine Möglichkeiten an. Der Wirkungsbereich des Todes wird um 60% erweitert. Ja, nehmen wir. Bis bald. Hab ich jetzt eigentlich upgraden können direkt auch. Mein Gott. Weil sie immer ein... Ich spare mir das einfach auf, das Toilettenpapier. Ich habe ja noch genug. Ich mache nicht nur Waffen, sondern auch diese Premium-Karten. Die verbessern deine Upgrade-Karten und machen dich stärker. Ziemlich nett, was? Die sind auf den Schlachtfeldern versteckt. Nice. Also halt die Augen offen. Das ist ja geil. Zu sehen? Schau dir an, was ich zu bieten habe. Naja, warte. Gegner innerhalb der Reichweite des Totems erleiden 40% Schaden. Mehr. Das ist doch... Ja. Ach, scheiße, 175 das Upgrade. Wunderbar, ja, das nehmen wir aber. Nett ein wenig zu plaudern, ohne die ganze Hektik beim Kämpfen, was, Neuling? Ja! Also wie gesagt, das mit den deutschen Stimmen hat schon einen gewissen Charme, so, man mag es halt so, weißt du, deutsche Synchro, die meisten Stimmen müssen eigentlich die richtigen sein, so, ne? Spieler 1, von den wichtigsten Figuren auf jeden Fall. Jetzt nur noch die Kanonenkugel laden, um das Eis zu brechen. Das ist schon ein Pluspunkt, ja, das ist einfach schon ein Pluspunkt. Das ist automatisch schon ein Pluspunkt, muss ich ehrlich gestehen, ne? Aber ich sag euch ganz ehrlich, es ist jetzt schon, so gameplay-mäßig, jetzt schon die Luft raus, ehrlich gesagt. Oder? Was sagt ihr jetzt mal ernsthaft?
Die Leute, die jetzt noch am Start sind. Ey, ohne Witz, Respekt an euch selbst. Gebt euch selber erstmal einen Respekt, dass ihr durchgehalten habt mit mir gemeinsam. Ich muss es ja noch zocken, ja. Ich kann ja nicht mal vorspulen oder so. Ich muss es hier durchziehen für euch. Aber ich finde, jetzt ist schon die Luft raus, oder? Und man fragt sich wirklich, für wen ist denn das jetzt? Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Story voll geil ist. Selbst wenn man jetzt der über South Park-Fan ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja dann eher so, vielleicht ganz nett, oder? Aber das sollte doch richtig geil sein, weil die Rollenspiele waren ja richtig geil. Das ist ja. Da hat ja niemand gesagt, ist ganz nett, sondern da haben die meisten gesagt, ey, das ist richtig geil, Mann. Das ist richtig geil. Weißt du, das ist halt so das Ding. Sie haben ein Heiltotem, Leute. Oh, das ist scheiß Erdmagie. Halt dich von den Dornenzonen fern, Neuling. Ja, ich bin erschlagen. Ja, ich weiß nicht, ey. Vor allem, für wen soll es sein, ey? Für wen soll es sein? Nur für Hardcore-Fans? Boah, Junge, der Jump. Ich bin tot. Ja, ich weiß auch nicht, ey. Keine Ahnung, ja. Wirklich? Vor allem, wenn man jetzt Multiplayer spielt. Spielt man denn mit Freunden einfach gegen auch andere Menschen oder spielt man einfach nur mit Freunden gegen die Computergegner und macht dann die Mission? Dann ist natürlich wieder was anderes, weißt du, wenn natürlich. Ja, aber gut. Die meisten Spiele sind mit Freunden einfach besser, so. Multiplayer-Spiele mit Freunden sind immer besser als alleine, weißt du? Deswegen, das ist jetzt auch kein. Das wäre jetzt auch kein Wunder, wenn es so wäre. Hey, ignoriere mich nicht! Ignoriere ich nicht, ey. Nein. Ja, und wie gesagt, so gameplay-mäßig, ich spam einfach den Schlagknopf, ne? Mehr mache ich nicht. Ich spam einfach den Schlagknopf die ganze Zeit. Geblockt. Au, was? Das ist dumm. Du bist dumm. Ich hab ein Aua. Ich bin tot. Ich hab ein Aua. Ich bin tot. Wo kommen die her, die Schweine? Nein. Ich verliere Blut. Okay, die kriegen wirklich deutlich spürbar mehr Schaden. Egal. So. Ist sie besiegt? Ja. Wo sind die Gegner denn? Da oben ist noch einer. Da oben ist noch ein mieses Schwein vom Gegner. Das war's für mich. Dieser Tank könnte explodieren. Sag mal, wie viele Gegner kommen denn noch, ey? Reicht doch langsam, oder? Ja, verdammt. Wie viel müssen wir noch von euch platt machen? Verdammt. Oh Gott. Was ist das? Erheben sich. Schlag da drauf. Ist das? Au! Au! Was? Okay. Au! Ey, sag mal! Erderruption! Ich bin erschlagen. Stirb. Besiege alle Gegner. So, wo sind denn die Gegner jetzt? Wir haben doch jetzt... Immer noch da oben, oder was? Tatsächlich. Was damit? Heilungstotem. Au, friss das. Komm jetzt! Sag mal, wie viele Gegner denn noch? Ey, es reicht doch langsam mal. Wirklich, ohne Scheiß. Ich übertreibe mich ja komplett jetzt hier. Wir sind auch nur zu viert. Und es sind einfach 50 Gegner. Es sind immer noch nicht alle gewesen. Wo sind sie denn jetzt? Ach, Leute, also bitte, wirklich, ohne Witz jetzt. Das ist ja viel zu viel, Mann. Ich habe keine Schusslinie. Und dahin ist noch jemand, der angelaufen kommt schon wieder. Reicht doch jetzt langsam. Wirklich, also das ist ja komplett übertrieben. Oh, Mist.
Komm jetzt! Oh, da kommt direkt der nächste Boss. Die übertreiben wir komplett, Alter. Hilfe! Das ist ja so übertrieben, einfach nur. Wirklich. Ich wollte eigentlich nur mit euch gemeinsam mal einmal die erste Mission machen, aber das zieht sich ja immens hier gerade, Alter. Meine Fresse. Ich blute. Ja, so soll's auch sein, ey. Hoffentlich verblutest du. Dein Kumpel geht drauf. Mir doch egal. Ich doch nichts mit zu tun. Wäre ja auch nur fair, wenn wir auch 50 Leute hätten, weißt du? Alter, die hat die von hinten gewirkt. Habt ihr es gesehen? Jetzt ist sie unsichtbar? Komm her, ey. Ich sehe dich trotzdem. Gib auf! Ja, ich bin kurz davor aufzugeben, ja. So, Nummer 2. Ich stell doch schon die ganze Zeit die Totems auf, ey. Halt dich doch erstmal. Echt scheiße für dich. Ey, scheiße für dich. Jetzt sowas, Spieler 1. Du bist wirklich der beste kleine Heiler, was? Du heilst einfach alle. Au. Vergesst mich. Es hört nicht mehr auf, so, jetzt. Da kommen direkt die Nächsten. Die stehen ja auch schon da ready oben. Oh Gott, Leute, nach oben! Macht sie platt, bitte! Dass wir jetzt endlich meine... Letzte Welle! Okay, ich dachte schon. Endlich, oh Gott, endlich, gut. Endlich, können wir weiter. Schön, dass das vorbei ist. Ja, ein Glück. Ein Glück. So, rein da jetzt. Achso. Wir klangen das Schloss. Warum sollten Elfenspuren zu einem Wasserfall führen? Okay. Ich würde gerne mal so eine Upgrade-Karte nehmen. Ich habe jetzt ganz gut Toilettenpapier. 270 Toilettenrollen. Toilettenpapierrollen. Ich bin reich. Hol dir den Kanister, Neuling. Er ist direkt da. Ist eh eine Falle. Es war eine Falle. Es war eine Falle. Wer hätte das gedacht? Wo sind meine Leute? Ich bin stark. Darf ich das wiederholen? Ja, genau. Was haben die wieder? Projektilhagel. Ich hatte 1000 Jahre Zeit, das zu perfektionieren. Feindliche Bullshit-Karte. Verzauberte Munition. Aus einem Pfeil werden viele. Pass auf. Ich bin tot. Sollen sie doch. Es bringt ihnen auch nichts mehr. Oh. Aua, ouch. Das tut weh. Das bringt ihnen auch nichts mehr. Oh nein. Wo will die hin, ey? Wenn du nicht mit einem scheiß Bogenschützen klarkommst, dann such dir einen Freund, der es kann. Gott, Alter. Nein, nein. Nicht den Bogen. Spiel 1. Ich bin down. Der Teamkollegen ist verletzt. Schnell, renn rüber und hilf. Beleb mich wieder. Das war's für mich. Ja, komm, beleb mich doch wieder, ey. Der wurde niedergeschlagen. Du musst nah dran sein, um bei der Heilung zu helfen. Je mehr Leute mitmachen, desto schneller ist dein Kumpel zurück. Oh Gott, diese scheiß Bullshit-Karte von denen. Mega Teamarbeit. Ich komm da nicht weg. Oh Gott, roll, roll, roll. Ah, Spieler 1. Ich bin schon wieder down, Alter. Du kannst doch alles machen, was du willst. Jetzt geht's ja richtig los, ja. Nur nicht weiterspielen, das ist nicht erlaubt. Ich wollte mich eigentlich in der Ecke erstmal hochrennen, aber gar keine Chance gehabt. Sehr gut, Leute, ihr seid die Besten, ey. Oh Gott, die machen ja richtig. Sag mal, wie lange hält denn das an bei denen, wa? Oh, was? Es regnet Wurzeln! Ich konnte nicht blocken. Schluss damit! Oh Gott! Oh,
Erwischt! Ja, ja, erwischt, ey. Geh drauf jetzt, du Schwein! Vergisst mich nicht! Okay, so. Nein, 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 nimm die Schlüssel. Okay. Ach, das Benzin habe ich auch fallen lassen. Ah, okay. So, jetzt hauen wir aber ab, ey. Die Schweine, wie viel Schaden die gemacht haben plötzlich, wa? Dass es unter dem Eis Elfen gibt. Okay. Ja, je geringer deine Gesundheit, desto mehr Schaden fügst du zu. Bist du 70% bei allen Gesundheit. Ach, ich hab nicht zu Ende gelesen, scheiße. Upgrade, hier ist es. Ah ja, ein schönes Upgrade. Ja, das nehmen wir. Versuch nicht zu sterben. Ja, scheiße, jetzt habe ich meine ganzen Ressourcen für das eine Upgrade verballert. Mist, ja. Whee! Dein Zaubererkönig befiehlt, starte endlich den scheiß Lastwagen. Was? Das ist eine Untertasse? Einfach ein endlich geschafft. Raumschiff. Mit meiner Führung und meiner Weisheit. Gott sei Dank, du hast es geschafft. Du hast mich gerettet. Ich bin schon den ganzen Tag hier gefangen. Ich wäre rausgekommen, aber an der Tür da drüben ist ein Elfenschloss der Stufe 3. Ich bin so glücklich. Ich habe diese Truhe voller Klopapier gefunden. Alle in der Stadt horten das Zeug. Vor allem dieser verdammte Storch. Es ist mehr wert als Geld. Ich bin reich. Ich bin reicher als Storch. Neuling, lass uns nach Kyle suchen. Ja, Kyle, ja. Ich kann dir zeigen, wo er ist. Aber, oh Mann, ich stecke hier schon so lange fest. Ich muss wirklich mal scheißen. Such die Antworten einfach in dir selbst und du findest alle Antworten, die du brauchst. Du weißt schon, glaube an dich selbst und so, und es wird sich zeigen. Ich gehe jetzt scheißen und reibe dieses Klopapier diesem scheiß Storch ins Gesicht. Das ist das Ende für dich. Du wirst hier sterben. Oh Gott, verbleibende Welt, 4 Stück. Okay. Sollen sie büßen, Neuling. So sieht's aus, ja. Markiert den Neuling. Pass auf die Anhöhe auf. Au. Zu heftig. Zu heftig. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich habe mir echt das schlechteste Upgrade ausgesucht, oder? Ich will ja gar nicht so viel zaubern, ne? Die haben einen scheiß Baumriesen hier unten reinbekommen? Wie? Oh, ich bin raus. Wir spielen doch nur. Danke. Hört auf da drüben! Ich mach die Platte, getroffen. Vergiss es! Vergiss es! Ja, das kriegst du, Das kriegst du zurück, Nein, ich bin... Bullshit! Ja, ich will auch gerne mal wieder Bullshit-Karte einsetzen. Wie oft können die das einsetzen? Das ist richtig unfair. Oh nein, Menschen! Ihr habt wohl kein Mana mehr und Pfeile! Bullshit, ja, das ist richtig unfair, ohne Witz. Durch die Kraft der Zauberei richtet eure Munition eine Weile keinen Schaden an, Leute! Au! Ich blute! Das ist richtig unfair, Wir haben 38.000 Gegner, wir haben 4 Leute und die können die Bullshit-Karte 15 Mal einsetzen, wir 2 Mal oder 3 Mal. Noch eine Welle vom UFO. Ja, soll sie kommen, ein außerirdisches Raumschiff im Teich gelandet. Ich wette, ihre außerirdischen Körper sind alle eingefroren. Au, Alter, hat er mir eine Schelle gegeben. Sie haben Kältebällchen. Hilfe, die wirkt mich! Die Alte wirkt mich! Neuling, dein Kumpel wird gewürgt, Alter. Nein. Nein. Da kommen sie. Ja. Oh, verdammt. Tod von oben. Nicht den Bogen. Jetzt bist du ein Fortgesicht. Nein. Mach sie platt jetzt, Ja! Vielleicht
So. Mach sie platt, ey. Überwältigt sie! Nein! Nein! Verdammt, ich bin erledigt! Fackel den ab, ey, den Kleinen. Wie konnte das nicht treffen, ey? Ich konnte dich blocken! Erwischt. Okay, letzte Welle, oder was? Komm dir da rüber, ey. Feind gesichtet! Ah! Vergisst mich nicht! Doch, jeder vergisst den Sieg! Glauben, wir haben gewonnen! Hast. Sehr gut. Die haben wir richtig platt gemacht. Aber es ist echt, es ist schon unfair, wa? Es ist schon unfair. So. Siehst du die Eisspalte? Ich glaube, die Elfen kommen von dort. Was bedeutet, dass da Kals Basis sein muss? Rein mit dir, Neuling! Ist immer noch nicht vorbei, oder was? Okay. Oh. Nice. Das Schicksal hat diese Upgrades für dich gewählt. Mission? Gefallen dir noch andere? Nahkampfschaden verursacht 50% mehr, wenn die Gesundheit voll ist, ja. Nehmen wir die. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Pass auf! Hier befindet sich Kals Versteck im Innersten des Waldes. Die Elfen tun unsägliche Dinge mit den Bäumen, um ihre dunklen Kräfte zu erhalten. Oh. Stell dich meiner druidischen Gerechtigkeit! Okay, Bosskampf. Okay. Okay. Alles klar. Spieler 1, die Dornen sind hart. Benutzt die Sprungbretter. Kaut ihr Kinderfleisch! Was? Was? Wir sollen Kinderfleisch kauen? Für Cartman sterben? Mann, ey, der kriegt viel zu viel Schaden. Das ist ja richtig nervig. Du Schwein! Ey, habt ihr gesehen, wie ich den getroffen habe, ey? Wo ist er? Wo ist er? Zerfetzt ihre Haut! Au! Ha! Ja, soll's auch, ey. Ja! Haha, du verlierst, Kyle. Ich fange gerade erst an. Au, au, au. Jungs, halt euch. Zerreißt sie! Menschenskind, Spieler 1. Toll, dass du immer alle heilst. Du bekommst ein Nettigkeitsabzeichen. Der Planet Danke, Butters. Ihr Kinderfleisch! Ja. Scheiße, ey. Oh, Spieler 1. Alles wieder gut? Nein. Wir müssen uns erstmal hochheilen hier, ey. Sehr gut. Du Schwein! Die Erde brüllt mit mir! Autsch! Die
Elfen werden das nicht dulden! Zerfetzt ihre Haut! Oh Gott! Die Zeit ist auf der Seite der Elfen! Verdammt, ey, wir haben ihn gleich. Friss die Außenseite. Kai, jetzt hör auf! Euer Schicksal hat sich entschieden. Autsch. Jawohl, mein Gott. Puh, wir haben es geschafft. Geschafft. Na, 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 na. Weißt du, Kyle, ich hab heute was gelernt. Du bist ein Penner. Fick dich, Cartman. Okay, wir haben einen Stab bekommen, was? Gehen den Pfad hinunter. Wow, 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 wow. Nice. Sowas, Spieler 1. Das ist eine Menge dunkle Materie. Eine wirklich beeindruckende Ladung. Okay. So, so, so. So, so, so. Du dachtest, du könntest tun, was du willst, nicht wahr? Du dachtest, du wärst so schlau. Du bist besiegt, Kyle. Und jetzt musst du dich an meine Regeln hier im Castell Cooper halten. Das sind die Regeln, nicht wahr, euer Ehren? Das sind die Regeln, ja. Nicht du hast mich besiegt, Fettarsch, sondern der Neuling. Wer waren die anderen drei Kinder, mit denen er gespielt hat? Oh, das waren andere Neulinge. Alle denken, sie seien der Neuling, aber du bist der einzige Neuling, der zählt. Stimmt's, Neuling? Ehrlich, die anderen Neulinge sind totale Luschen, oder, Butters? Ja. Warum habt ihr meine Basis angegriffen? Deine Basis angegriffen? Ha? Ha! Leugnest du, dass deine Armee einen Angriff auf unsere verdammte Basis vorbereitet hat? Ja. Was? Sagt wer? Sagt Clyde. Ja. Und du glaubst immer alles, was Clyde sagt? Scheiße, nein, Clyde ist ein Vollidiot. Ja. Leute, wir bereiten uns darauf vor, jemand anderen anzugreifen. Jemand, der meiner Meinung nach eine echte Bedrohung für unsere Stadt ist. Wer? Findet ihr das nicht seltsam? Ein so großer Schneesturm an einem Wochenende? Habt ihr schon einmal sowas gesehen? Was willst du damit sagen, Elf? Das ist unnatürlich. Ich glaube, jemand hat einen endloser Winterzauber der Stufe 10 gewirkt. Diese Art von Magie ist verboten, seit der Neuling das letzte Spiel ruiniert hat, indem er in der Zeit rückwärts furzte. Ja, das ist schon passiert. Ich weiß es. Und wer hat diesen verbotenen Zauber gewirkt? Die Person, die sich die ganze letzte Woche seltsam verhalten hat. Stan. Der Marshwalker? Stan verhält sich seltsam, seit er seine Regeln für die Besten hält. Ich habe aufgerüstet, um ihn zu zwingen, mit mir zu reden, um zu sehen, was er plant. Aber dann kam der Neuling und störte meinen Plan. Wow, gut gemacht, Neuling. Für euch mag das alles nur ein Spaß sein, aber dieser Sturm wird nicht aufhören und unsere Stadt ist in ernsten Schwierigkeiten. Oh Mann! Dann haben wir keine Wahl, Neuling. Wir müssen zum Marshwalker Stan und rausfinden, was er verbirgt. Okay, Freunde, hier ist allerdings erstmal Schluss. Kleines angezockt, doch nur eine Stunde voll bekommen. Ja. Also spielerisch super, super mau, muss ich ganz ehrlich sagen. Also spielerisch. Hallo, heute schon gekackt, Neuling? Du willst kein zusätzliches Gewicht mit in die Schlacht nehmen. Mach dich auf den Weg zur Klokabine. Ja, ja, ja. Sprich mit Mr. Hanky. Komm, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Besuche den Denker. Okay, das ist schon wieder so geil. Das müssen wir nochmal kurz machen. Ne? Untersuche die Klokabine. Heidi ho! Hey, du bist der Neuling, stimmt's? Ich bin es, Mr. Hanky. Ich war eine Weile weg, aber ich bin zurück. Und weißt du was? Ich habe etwas Weihnachtszauber mitgebracht. Willst du was von diesem Weihnachtszauber? Ich kann dir eine kleine Kostprobe geben. Ja, du willst doch. Also, nur zu, greif zu. Hol dir den Weihnachtszauber. Ja, ja, klar, kannst klar. Du kannst nicht spüren, wie dein was Potenzial in dir wächst. Du kannst dunkle Materie überall finden. In dunklen Ecken, in jedem. Und wenn du sie hierher bringst, kannst du damit über deine Grenzen hinauswachsen. Versuch's doch mal. Dieser okay. Vorteil steckt jetzt in dir.
Genau wie ich. Du kannst deine Kräfte eintauschen. Die dunkle Materie wird in ihrer Rohform zu dir zurückkehren. Alles klar. Das fühlt sich richtig gut an. Okay, also hier haben wir 20% Bodenstand mit Fernkampfwaffen. Hier plus 10, Gesundheit. Mit nochmal plus 10. Und jetzt ist die Kurve. Nimm die dunkle Materie weiter auf. Dann wirst du mächtiger, als du es dir vorstellen kannst. Das ist geil, Alter. Okay, jetzt ist aber wirklich Schluss. Also wie gesagt, spielerisch, gameplaymäßig, du kriegst gar kein Trefferfeedback. Du haust da nur drauf. Es war ganz lustig mit den Karten so, ja, aber... Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe jetzt knapp 20 Euro bezahlt. Da ist es vielleicht okay so. Mehr würde ich auf keinen Fall zahlen. Wenn du jetzt übelster Hardcore-South Park-Fan bist und vielleicht noch zwei, drei Kollegen Deine am Start hast oder so, Kräfte scheinen gewachsen könnte man zu vielleicht sein. Machen. Ja. Wurde auch Zeit. Geh zu Token. Lass dich von ihm leiten. Könnte man es vielleicht machen, aber ja, im Vergleich zu den anderen beiden South Park-Games übelster Trash. So. Also das waren ja richtig geile Rollenspiele und das ist halt so irgendwie, ja... Multiplayer-Game, so was keiner braucht, ey. Was eher so Free-to-Play-mäßig ist, was man vielleicht mal ein, zwei Stunden zockt, aber auch nur, weil es kostenlos ist. Ja, keine Ahnung, ey. Bonuspunkte ist es halt mit der Synchro, das ist natürlich ganz cool. Wie gesagt, die Optik ist auch ganz okay eigentlich. Ja, eigentlich gar nicht so schlecht sogar. Kann man mal machen für so ein Softball-Game. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht so ein Trash wie letztes Jahr King Kong und Avatar, Herr der Elemente Game, das war wirklich richtiger Scheiß, die beiden Spiele. Das ist okay so. Ist okay. Ne? Ja, muss man auch nicht machen. Gut, also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, so als Schmerzenslinderung, kleinen Like da lassen. Würde mich sehr freuen. Eure Meinung natürlich gerne in die Kommentare. Und ansonsten, haut rein. Tschüss.